So, es geht wieder weiter. Und zwar in Richtung Dintelsass. Das ist nur ein paar Minuten von hier. Also ein kurzer Trip für heute, aber da werde ich alles haben, was ich brauche. Für meine fahrende Baustelle. So, ich habe mich angemeldet. It's coming to you, sagte die junge Dame. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich schätze mal, sie machen bald auf. Bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich lange nicht mehr geschleust bin, aber ich habe das ja im Prinzip auf dem Hinweg von der Ostsee bis nach Köln auch geschafft. Insofern kriege ich das diesmal auch alleine hin. Tu mal lieber die Möhrchen. Die erste Schleuse liegt hinter mir. Jetzt sind es nur noch ein paar Minuten zum neuen Hafen. Angekommen nach dem relativ kurzen Trip. Bin hier beim Wassersportverein Dintelsass und total geil. Hier gibt es eigentlich alles, was ich brauche. Der Hafenmeister ist super nett. Ich hatte zuvor schon zweimal mit ihm telefoniert und er hat mir gesagt, komm auf jeden Fall zu uns. Wir haben alles da und ich habe gerade nochmal, als ich angelegt habe, eine kleine Rundführung bekommen. Er hat mir auch nochmal erklärt, wie ich den Mast stelle oder wie man das generell macht, was man da an Vorbereitungen treffen muss und so weiter und so fort. Hat mir auch seine Hilfe angeboten. Es gibt alles. Also es gibt Fahrräder, die ich umsonst mieten oder benutzen kann. Damit kann ich in den Ort fahren, Besorgungen erledigen. Es gibt hier in der Umgebung Werften und Shops, wo ich Dinge besorgen kann. Ansonsten kann ich Sachen auch online bestellen und hier hinliefern lassen. Ist auch kein Problem. Es gibt einen Mastkran. Es gibt einen Arbeitsplatz für Passanten mit einer Werkbank überdacht. Ich kann draußen arbeiten. Es gibt einen extra Arbeitssteg dafür und total geil. Alle Sachen, die ich jetzt noch machen muss, die kann ich im Prinzip hier machen, inklusive Maststellen. Und teuer ist es auch nicht. Also was will man mehr? Ich bin echt happy und begeistert. Ich hoffe, die Begeisterung hält an. Und ja, jetzt werde ich mich mal langsam hier sortieren und gucken, dass ich das Maststellen organisiert bekomme, alle Vorbereitungen treffe und ja, einfach den Tag genieße. Aber bevor es ans Maststellen geht, muss noch ein bisschen gearbeitet werden. Und zwar dieses Teil hier. Ich
Ich mach's mal kurz auf. Das ist ein Lastverteiler für die Stagen bzw. Wanden. Und der ist ziemlich durchgerostet gewesen und jetzt wird er wieder aufgearbeitet mit Epoxid und Glasfasermatten. Holzteile ölen und lackieren. Ich versuche das Ganze hier mit Chlor-Kautschuk-Lack. Das ist ein Experiment. Das ist eigentlich Schwimmbadfarbe. Aber ich habe damit schon meinen Bulli erfolgreich gestrichen und das Ding ist chemikalienresistent, wasserresistent, größtenteils auch temperaturresistent und ja, schlagfest ist es auch noch dazu. Mal sehen, ob das Ding auf Holz hält. Das hier ist die Abdeckung zwischen Motorraum und Bugskiste und ja, da wird es ab und zu mal feucht und warm ist es natürlich auch. Mal sehen, ob das Ganze hält. Jo, ich sitze hier wieder in meinen Arbeitsklamotten auf meiner schwimmenden Baustelle. An und für sich ein schöner Tag. Es ist echt der perfekte Hafen hier. Ich kann alles machen, was ich noch machen muss. Der Hafenmeister ist super nett, der netteste Hafenmeister, den ich jemals kennengelernt habe. Ich habe gestern zwei Deutsche kennengelernt aus Koblenz, die ähnliche Pläne haben wie ich. Die haben mich zum Abendessen eingeladen, alles cool. Ich bin heute weiter vorangekommen mit den Vorbereitungen für das Maststellen, aber irgendwann habe ich festgestellt, okay, scheiße, die Bilge ist komplett voller Wasser. Und ich hatte die schon vor gut zwei, drei Tagen komplett abgepumpt. Und ich dachte ursprünglich, dass das Wasser, was jetzt in der Bilge ist, durch ein fehlendes Rücklaufventil von der Bilgepumpe kommt. Habe mich also heute an die Bilgepumpe gemacht und jetzt dieses Rücklaufventil angebracht und die Bilgepumpe scheint irgendwie gerade nicht mehr zu pumpen, aber das ist jetzt auch nicht das Problem. Das kriege ich schon irgendwie geregelt. Habe dann sogar die Schlauchverbindung zum Wasserauslass am Rumpf abgemacht und um hundertprozentig auszuschließen oder halt zu bestätigen, dass das Wasser daher kommt, aber es kommt nicht daher. Woher kommt dieses scheiß Wasser? Und jetzt gerade habe ich schon wieder die komplett volle Bilge abgepumpt. Super eklig, super nervig. Das ist das Restwasser, was da rauskommt. Pechschwarz voller Bakterien und was weiß ich, was sich da alles sammelt. Und ich habe das wirklich furztrocken gerade gemacht und merke, dass das Wasser kontinuierlich aus der Richtung des Motorraums kommt. Hier unten ist schon mal Wasser unter dem Motor. Aber ich vermute mal, das kommt noch von dem Thermostat, was mal geleckt hat und ich das zuletzt gefixt habe, aber aha, okay.
Ich sehe gerade ein Seeventil. Und das Seeventil ist feucht außen. Der Schlauch ist feucht. Wieso ist der Schlauch feucht? Okay, das ist der Ablass vom Cockpit. Und der Schlauch, wenn ich den anfasse, ist feucht. Der Vorbesitzer hat hier irgendwie rumgetaped an der Schlauchstelle und an der Verbindung zum Wasserauslass. Ist es undicht? Ist es nicht dicht? Scheiße, Mann. Ich glaube, ich habe die Ursache gefunden. Und zwar dröppelt das so langsam vor sich hin. Das Wasser geht hier seinen Weg vom Motorraum, tropft es hier runter in die Bilge. Und eben hatte ich alles abgepumpt und die letzten Reste mit dem Schlauch mit dem Schwamm rausgeholt. Aber innerhalb, keine Ahnung, von vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten ist dieser Wasserstand wieder entstanden. Und so sieht die Bilge dann nach einer Nacht aus. Die Hauptbilge ist schon voll. Der Rest dröppelt jetzt in die anderen Bilgen. Und ja. Ich vermute mal, das kommt von diesem Auslassventil im Cockpit. Und das nervt mich gerade tierisch. Und das stresst mich, weil das ist eine nicht eingeplante Baustelle. Gut, einerseits ist der Vorteil, dass ich halt echt alle Seeventile nochmal kennenlerne und weiß, wo die sitzen und die im Notfall auch bedienen und schließen kann, wenn da irgendwas leckt. Aber die Ursache habe ich immer noch nicht gefunden. Und ja, jetzt geht's an die Ursachenforschung.